Ach, die ist ja auch größer geworden. Lol, die sind ein bisschen hochgegangen. Geil. Das ist super cute. Okay. Station to Station. Wir gehen rein. Demo spielen. Level 1. Oh, ach so, Leute. Neue Emotes. Wir haben ein neues Hype-Emote. Und wir haben ein noch neueres Hype-Emote. Animiertes Emote. Ihr habt den Slot freigeschaltet. Ihr habt reingesubbt, reingecashed, als gäbe es keinen Morgen mehr. Deswegen, neue Emotes sind am Start, ihr Lieben. Manche Rätsel muss ich erst auf YouTube schauen. Nicht mal dann habe ich sie kapiert, dann trotzdem Schwierigkeiten zu lösen. Ey, bei Superliminal, da habe ich auch aufgegeben bei einem Rätsel. Ich stand einfach auf dem Schlauch. Auch YouTube-Video und danach gedacht, ey, du bist so dumm, das ist es. Manchmal macht es nicht Klick, ne? Da macht man alle anderen Rätsel. Und dann hängst du bei dem einen und dann ist so, geht irgendwie gerade nicht. Processing ist gerade nicht. Demo Praise. Ah, so ein Praise the Sunny Mode wäre auch noch sexy. Sowas kann ich eigentlich machen, oder? Praise the Sun und dann ist hier aber so das Herz auf der Brust. Ist vielleicht mal eine Idee, oder? Hättet ihr Bock, Chat? Praise the Sunny Mode mit einem Herz drin? Und der Hype. Ja, ich hab ein bisschen rumgespielt und dachte mir, komm. Ich brauche irgendwas Raviges. Irgendwas, was man so ein bisschen Farbe reinbringt in den Chat. So. Jetzt aber. Ziel. Stelle alle 12 Gebäude fertig. Okay, Meister. Wer ist die? In diesem super cute Game. Ich will ranzoomen. Ja, nehmen wir. So, ne? Ihr wisst, ich bin eine Grafik-Hure. Hier und da. Ne? Also Games müssen auch knackig aussehen, wenn sie es könnten. Aber wenn halt der Stil jetzt keine 4K-Texturen erfordert und hyperrealistische Modelle und das ist einfach gut gemacht, ne? Auch gut gemachte Pixel-Grafik-Games, bin ich so dabei. Ne? Dann muss das halt echt nicht so dieser Hyperrealism geile Shit sein. Fahre über das Gebäude, um zu sehen, was zu tun ist. Das ist eine Weizenfarm, produziert Weizen. Gebäude müssen mit einem Bahnhof verbunden werden. Drücke Spacebar. Den Bahnhof. Setze ich den. Achso, die müssen da so nebendran stehen. Okay. Ja, der Bahnhof kann auch nicht mitten in der Pampa stehen. Das wäre ziemlich scheiße. Okay. Ja. Bahnhof drehen. Ich kann noch so drehen. Diese Mühle benötigt Weizen. Klick auf das Verbindungsstück. Oh. Wieder zu. Wieder hat Weizen bekommen. Und du Geld. Der Erhalt von Geld schaltet neue Gebäude frei. Cute. Hat noch nice Hype-Emotes. Hab auch so überlegt, Pixel-Konfetti, aber ich glaube, das hätte man schon gar nicht mehr erkannt. Wenn ich es so pixelisch gemacht hätte. Fahre nicht über das Gebäude, um zu sehen, was dort hergestellt wird. Weizen. Jede Weizenfarm kann nur eine Mühle beliefern. Also in Anno war das aber anders, du. Da hast du ein bisschen mehr Weizen gemacht für eine Mühle, aber ist okay. Ich weiß nicht. Gerade übelst an Anno gedacht. Ich hätte auch mal wieder Bock, Anno zu spielen. So, das heißt, wir müssen die andere Mühle verbinden. Okay, got it. Das heißt, wir bauen einen süßen Bahnhof. Der fährt jetzt einfach mal so. Und dann bauen wir noch einen süßen Bahnhof. Der fährt so. Nee, aber warte mal, wir müssen es ja so ein bisschen. Guck mal, so ein bisschen cute machen. Ich habe auch Anno, ich hab Anno 1503 als Kind so viel gespielt. Das war so geil. Und was war jetzt das letzte, was ich etwas mehr gespielt habe? Das 1700 oder war es 1800? Das auf jeden Fall. Ich kann mit den neuen nichts anfangen, ne? Diese futuristischen Dinge. 21 irgendwas und 22 irgendwas, kann ich gar nichts mit anfangen. So diese alten Spiele, wo du die schönen Segelschiffe auch hast. Und wo der Stil, wo diese alten, schönen Gebäude hast, das catcht mich richtig so. So moderne bin ich da gar nicht so. Wenn ich moderne will, dann schmeiß ich Halo rein. Let's go. Let's go. So. Ah, 2070 war es, genau. Ne? Da war ich auch schon raus. Ne? So, das irgendwie hat mich nicht gecatcht. Waren bestimmt auch nice Games,
Anno Games sind ja generell eigentlich immer gut. Oder? Ich weiß gar nicht, hatten die mal so einen Griff ins Klo? Nee, aber das auf jeden Fall irgendwie nicht so. Noch eine Weizenfarm. Okay, wir verbinden erstmal mal. Wir sind cute mit diesen ganzen... Ups. Das ist halt echt cute einfach nur. Kann ich irgendwie da noch reingehen? Nee. Ah, stimmt, Draco. Entschuldige, hast du vorhin schon geschrieben. Pile up, das muss ich mir auch noch anschauen. Wir tappen mal ganz kurz raus. Siehst du, das wollte ich, glaube ich, nach der Demo machen und dann war so... Ja. Aber das, was das Volk immer wollte, Rum und Tabak. Ey, wenn die Kneipe nicht steht, du, da gibt's Aufstände. Rum und Tabak für alle. So, jetzt gucken wir mal hier der Bahnhof. Ach, wir sitzen mal hier so davor, ne? Und hier... Mal, können wir sogar so machen, dass er so halb rausgeht. Achtung, schwieriges Gelände. Kontrolliere durch Klicken auf den markierten Bereich. Nee, warte, was? Achso. Oh. What? Höhe? Ja, habe ich so nicht geplant, aber fühle ich eigentlich fast mehr. Wir schauen uns dann nämlich gleich an, wie die dann fährt hier. Warte für meine. Achso, ja. Ja, let's go. Absolut Overkill, viel zu teuer, aber ist egal. Okay, ich will sehen, wie die hier lang fährt. Warte mal, wo geht die los? Hier. Zoom in. Ah, die Tiefenschärfe. Oh, nee. Ah, ich bin dumm. Nee. Ich mach erstmal. Aber sie kämpft sich da hoch, du. Ist ja geil. Kamera floatet auch mit hoch, dass du nicht irgendwo reinklippst. Ah, okay, schade. Ich dachte jetzt, jetzt geht's ab. Oh, da kann man auch richtig schöne Strecken dann ziehen, ne? Mit Tiefenschärfe aus. Kann ich das nicht? Das war doch auch hier, ne? Tiefenschärfe. Ja, guck mal. Ist alles ein bisschen. Alles crisp. Okay, mich stört das. Wir gucken gleich nochmal rein. So, Molkerei will. Nee, was? Doch, Molkerei produziert Milch. Okay. Für den Käse dann. Käse ist ein wichtiges Gut, du. Was jetzt noch richtig sexy wäre, wenn du irgendwie so First Person machen kannst. Du setzt dich so ein bisschen so hier auf das Dach, siehst noch so ein bisschen was von der Lok und dann aber vor allem den Weg, den sie fährt. So Endgame-mäßig, ne? Und dann noch neue Bäume pflanzen. Und also ein bisschen schön machen. Ja, also schöne Landschaft generieren. All diese cuten Games, Leute. Ich kann ja auch mal... So. Und jetzt gleich einmal flippen. Okay. Super cute. Okay, und jetzt gucken wir mal, wie wir hier die Kollegen miteinander verbinden. Das sieht ganz geil aus.
Warte. Da sind sogar die Kühe. Ja. Okay, die Pixelkühe gucken wir uns auch gleich an. Oder Voxel, das ist ja dann Voxel, ne? Ich glaube ja. Aber ich finde es geil, dass es auch so geht und dass hier einfach unterschüttet hier aufgebaut wird. Die Erde. Ach nein, richtig. Ja, okay. Ja. Gebäude können indirekt verbunden werden, statt diese Käserei direkt mit der Bäckerei auf der anderen Seite der Karte zu verbinden. In der näher liegenden Bahnhof. Achso, und dann fahren die. Oh. Mhm. Dann hast du einfach wahrscheinlich mehr Güterwaggons oder so dran. Man sieht hier auch richtig. Das ist ja cute. So, hier die Kühe. Ja, weiter ranzoomen können wir leider nicht. Käserei produziert. Achso. Hm. Warte mal, können wir so dahinter? Oh! Ja. Sag ich nicht nein. Warte mal. Setzen den mal hier so hin. Nee, der ist, glaube ich, verbunden, ne? Ich glaube, der ist verbunden. Sag ich nicht nein. Achso. Warte mal, machen wir mal so schräg. Der fährt quasi einfach nur durch. Das auch zusammenzubauen ist super intuitiv. Das ist auch mal einen Step zurückgehen und so und der merkt oder der hält den Rest noch. Weil das kennt er bestimmt auch, ne? Das ein oder andere Spiel, was solche Dinge super komplex macht. Komplexer, als sie hätten sein müssen. Geht richtig gut. Level abgeschlossen. Klicke auf den Button rechts unten, wenn du fürs nächste Level bereit bist. Ja. Gucken wir mal hier, ne? Hier wird erstmal Käse schön produziert. Mhm. Genau, hier wird noch Milch produziert. Hier werden die Güter transportiert. Ja. Können wir hier auch nochmal reinzoomen? Hier, genau. Da ist er. Genau, die andere Seite haben wir vorhin nicht gesehen, deswegen. Ja, okay. Müssen ein bisschen kämpfen, aber machen sie super. Das machen sie super. Das ist cute. Okay, ja, wir gehen weiter. Ich habe natürlich jetzt nicht ideal gespielt, wenig Geld übrig, ne? Das ist wahrscheinlich dann der Punkt. Okay, mach's am effizientesten, aber scheiß mal drauf. Ziel, stelle alle 12 Gebäude fertig. Bonusaufgaben, benutze insgesamt 6 Karten. Was auch mal Karten sind. Wenn das Level mindestens 200, okay. Billigere Gleise. Okay. Na, was haben wir denn? Wir haben eine Käserei, wir haben eine Molkerei und noch eine Käserei. Ja, dann fangen wir erstmal an. Ne? Machen wir erstmal. Ah, okay, das machst du, wenn du so weite Strecken hast, die ziemlich hoch gehen, so, okay. War so, aber war so ein bisschen wasted. Dann vielleicht auch so, dass man hier noch so anbauen kann. Ja. Weißt du, hier hätte ich mehr sparen können, aber ist okay. Mit 200. Wir machen das später nochmal. Neue Karte. Ja. Und ein Gebäude hinzufügen. Oh, das sind 3 Gebäude. Okay. Billigere Brücken. Hm. Okay, ist ein extra Reiter. Verstehe ich. Weizenfarm. Der braucht Mehl.
Das heißt, wir machen einfach mal den hier und den hier und dann sagen wir billigere Brücke. Und dann nehmen wir ein bisschen Anlauf. Na, der Winkel ist ein bisschen kacke, aber... Ja, geht schon. Da kommen die SpongeBob-Memes. Gesundheit, ja. Gut, alle Fine. Achso, warte. Achso, hat sie. Danke. Hat sie gelesen. Okay, und den setzen wir jetzt so. Und dann fährt der hier so schön durch. Bis da hoch. Dann haben wir ein bisschen was an Geld gespart sogar. Und den schnuffeln wir jetzt hier noch so ran. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Aber wir machen das. Ah, das geht nicht. Okay, es ist zu nah dran. Ich weiß gar nicht, ob das Not tut, aber... Wir haben ein süßes Schienennetz. Süßes Schienennetz. Tab oder fahre über ein Level. Warte, was? Mehl produziert. Ja, ja, Mehl holst du dir da oben, Kollege. Mehl machst du schon. Und das ist eine Stadt, die braucht Brot, Milch und Käse. Ja, okay. Was eine Stadt so braucht. Ich würde Häuser abreißen, wenn ich... Okay, ich setze den Bahnhof so genau hier so dran. Easy. So, und jetzt zahlt es sich aus, dass wir gut gewirtschaftet haben, würde ich behaupten. Achso, nee, zu stark. Wir gehen hier dran. Okay. Oh. Bisschen Leben am Limit hier, aber nehmen wir mit. Da muss dann jetzt eine Brücke gebaut werden. Aber geht. Guck mal, dann verbinden wir nämlich das mit dem. Dann ist das auch sexy. Und dann kommen bestimmt jetzt noch hier Gebäude hin. Oh, 3 Karten. Okay, fühle ich. Ja, oh, noch eine Stadt. Oh. Mhm. Ja. Machen wir alles. Gar kein Thema, du. Pass auf. Hier. Hier. Ja, hier so. Den setzen wir hier so hin. Billigere Gleise. Ja, warte mal. Zack. Ah, nee, warte mal. Nee, das ist... Nee, der braucht mehr. Ach, das braucht... Ah, nee, warte mal, der braucht das gar nicht. Okay, dann fangen wir mit der Brücke an. Um die Stadt einfach hiermit zu verbinden mit allem. Hier machen wir billigere Gleise. Noch eine neue Karte. Ach du Scheiße, Mami. Easy. Budgetaufgabe ist fertig, Level abgeschlossen. Ich muss noch eine Karte bauen, links verwenden. Ja, und ich habe noch Kohle. Easy. Guck mal, machen wir einfach sowas hier. Zack. Karte auch noch gesnackt. War ein bisschen unnötig, aber ist okay. Und jetzt schauen wir uns hier das kleine Städtchen mal an. Hier das größere Städtchen schon. Größe 4. Stimmt, der Kirche in der Mitte. Diesen kleinen Wege. Jetzt noch kleine Männchen. Jetzt noch hier. Aber kommt vielleicht noch. Ach, die ist ja auch größer geworden. Lol, die sind ein bisschen hochgegangen. Geil. Das ist super cute. Okay, wir haben auch alle Aufgaben gemacht. Ich mitgenommen. Und dann sind wir jetzt, glaube ich, beim letzten Level, Leute. Ich glaube, das ist jetzt schon...
Letzte Level der Demo. 18 Gebäude. Okay. 18 Gebäude, riesiges Level. Beendet das Level mit mindestens $850. Bau eine Strecke, die bei ihrer Fertigstellung sofort 4 Ressourcen verbindet. Oh. Stapelbonus. Wenn ein neuer Bahnhof mehrere Gebäude auf einmal versorgt, bekommst du zusätzlich Geld. Das erfordert vorausschauende Planung. Hm, schwierig. Verbinde zunächst die Mühle mit der Stadt, dann die anderen Gebäude mit der Mühle. Die Mühle, die bei Karin Stadt werden daraufhin. Ach so. Ah, okay, okay. Das ist so das mittlere. Ja, okay. Mhm. Güter bringt 50% mehr Geld. Okay. Bei Molke würde sich das doch lohnen, oder? Ist Molke nicht mehr wert so? Heben wir auf. Ich glaube. Na, wobei, am Ende werden wir zugeschissen mit Karten. Ja, wir machen einfach mal. Okay, also die Mühle mit der Stadt erstmal, bevor man hier zur Weizenfarm geht. Billigere Gleise. Genau, wir bauen jetzt nämlich mal keine Brücke. Hier, warte mal. Ja, ja, der Winkel gefällt mir nicht. Nee, der Winkel gefällt mir nicht. Ah, der schon eher. Genau, genau, genau. So, und jetzt das Ganze mit der Weizenfarm. Wir setzen das mal so in ganz weiser Voraussicht. Schwere Güterzug. War, glaube ich, gut. War, glaube ich, richtig gut. Okay, geiler Scheiß. Jetzt haben wir ein neues Gebäude. Ah, jetzt kommt die Molkenummer. Hm. Und das heißt, jetzt machen wir auch wieder erst die Käserei mit der Stadt. Billigere Gleise. Ja. Zack, 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 zack. Schöne andocken. Müssen wir das noch direkt verbinden? Ich glaube nicht. Und jetzt machen wir billigere Brücken. Weil wir jetzt hier hochfahren. Nein, nee, 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 nee. Und dann wird gewombo-comboed? Dann wird gewombo-comboed. Das läuft. Das läuft. Schön grün wird's auch. Mhm. Selbe Kombo wie am Anfang. Okay, da ist jetzt noch eine Stadt. Die verbinden wir mit allem anderen. Über die Weizennummer. Und ich glaube, das scheppert dann richtig. So, wir beginnen mit der Käserei. Die können wir... Oh, das können wir richtig umbauen. Sexy. Das ist ein sexy Bahnhof. Das ist ein richtig sexy Bahnhof, people. Das ist... Okay. Und jetzt... ja, beißen wir mal in den sauren Apfel. Setzen hier so... Zack. Die Nummer ab. Dann legere Brücke. Mit der Nummer. Ja. Ich weiß nicht, ob das smart war, aber ja, sure. Dann billigere Gleise. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier so ein bisschen rumkommen. Und bis zu der... Zack. Molkerei. Aber Brot haben die eigentlich auch, oder war das jetzt hier wasted? Das wäre natürlich unsexy.
Wenn das wasted gewesen wäre. Ich glaube ja. Ah, Chat, ich glaube, ich wollte zu viel. Oh, eine Brauerei? Nee, warte mal, was ist denn das jetzt? Nee, eine Bäckerei. Okay. Ah, seht ihr, jetzt wollen die Weizen. Ich war schon wieder zu... Ne? Zu eifrig. Ach stimmt, der kann ja auch nur einen beliefern. Nee, ist ja Schwachsinn. Ist ja nicht so, dass der splitten kann. Nee. Okay. Ja, okay. So, hier Doppelbahnhof, let's go. Bam. Jetzt hin und her und... Ja. Trotzdem. Shit. Haben wir doch nicht so gut gelöst, Chat, geldtechnisch. Ja? Ein bisschen schwierig. Okay, jetzt muss er nochmal alles rausholen. Das ist jetzt hier wahrscheinlich... Nee, warte mal, 18 Gebäude. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Okay. Ja. Noch ein Städtchen. Kann ich die hier nicht... Die kann ich da nicht mit anschließen, ne? Oh, RIP, Alter. Nee, kein... Okay. Okay, da ist eine Weizenfarm. Ist ja auch fies, ne? Das ist dann am Ende der Map. Sonst hätte man das ja anders planen können, so, ne? Na gut. Bäckerei. Die Bäckerei. Die Käserei. Okay, wir müssen erstmal. Boah, wie macht man das jetzt, Alter? Mit einer Brücke. Mit zwei Brücken. Mit drei Brücken. Die muss nämlich. Warte mal, das war. Der braucht Weizen. Das ist die Mühle. Das ist der Bäcker. Okay. Nee, warte mal. Ach so. Ja, okay, doch muss. Das heißt, wir... Den können wir schon mal setzen. Den setzen wir aber jetzt erstmal hier ran. Und den... Ach du Kacke. Kein Geld mehr. Ah, ich hab's verkackt. Billigere Gleise. Rausholen, was geht. Nee. Ja, das ist aber nur der eine Step. Das hilft uns leider nicht. Ich weiß auch nicht, wie das ist mit Verbindungen, wenn das... Ne, ob jetzt hier, ob das von der Bäckerei gut funktioniert mit der Mühle. Wenn ich jetzt zum Beispiel sowas hier mache. Ne, warte mal, es ist theoretisch schon verbunden, ne? Ich glaube, das geht nicht. Die Weizenfarm da... Ja, der Weizen muss eigentlich bis hier runter. Was geht, wenn ich theoretisch einen Bahnhof setze? Huch? Nee. Warte mal. Güterzug? Geht das? Ich rall's nicht. Hab dir was auf Steam gegeben? Oh, Drago, warte mal, schau mal gleich mal nach. Ich würde das Level noch beenden und dann sehr gerne. Ich danke dir schon mal für mein Guter. Ich hab's verkackt. Okay. Also der Weizen ist halt jetzt mit der Weizenfarm verbunden. Ich hatte immer die Hoffnung, dass es dann halt, wisst ihr, sich so verbindet. Also so mit, die Güter werden weitertransportiert, smart. Ach, das ist nicht der Fall. Ich hab richtig verkackt. Einfach geintet. Ja, das verbindet sich alles nicht. Tja, $5. Achso, ist jetzt gar nicht. $5. Ja, man sieht also, ne? Managen dieser ganzen Railways
ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Und eine Verbindung über Sachen hinweg funktioniert nicht. Also wenn das mit dem verbunden ist, zählt das trotzdem nicht für... Oder doch? Aber... Nee, die Stadt ist nicht verbunden. Vielleicht bin ich auch einfach nur doof. Nee, warte mal. Die hat kein Mehl. Obwohl das verbunden wäre, theoretisch. Ich kann die mir bestimmt neu starten. Ja. Soll ich nochmal? Komm, Chat, wir starten nochmal neu. Wir versuchen nochmal. Also die sind nicht miteinander verbunden irgendwie. Vielleicht ist es auch, wenn es dann ein... auf einer Strecke ist, ne? Weil teilweise war es halt so, Weizen kommt von hier oder Mehl kommt von hier. Die Linie, die verbunden ist mit dem Bäcker, ist hier unten und vielleicht war das auch der Fehler. Der Fehler. So, wir versuchen das nochmal, dann schauen wir an, was Draco hier gegiftet hat, I guess. Und gucken mal. Weizenfarben benötigt. Genau, produziert, nur der braucht nämlich nichts. Und wie sie uns gesagt haben, billigere Gleise. So. Das war, glaube ich, ganz gut. Ich versuche das auch mal mit mehr Stückchen hier zu machen. Standardgüterzug. Und vom Bäcker aus. Güter bringen mehr Geld. So, warte mal, und jetzt? Und jetzt? Mal hier? Ah, ne, hier sind dann mehr. Warte mal. Ach, hier ist Bäckerei und... Okay, ja, dann... Warte mal. Weil dann kommt jetzt... Deswegen ist es so eine Wombo-Kombo. Weil die sind nebeneinander und dann wird... Und dann geht's ab. Und dann kommt hier Big Cash rein. Ja, okay. Okay. Neue Gebäude. Wir versuchen das hier. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Molkerei. Genau, wir verbinden jetzt erst. Wir machen das mal auf derselben. Obwohl. Vielleicht ist es die Weizenlane. Vielleicht kann man da später noch was verbinden. Wobei abgeschlossen, glaube ich, sinnvoller ist. Wenn so eine Stadt für sich geschlossen ist, geschlossenes System, kein anderer Scheiß, der damit reingeht. Brücken nicht bauen, wenn es nicht Not tut, ist vielleicht auch so ein smarter Call. Wir nehmen mal die äußere, weil dann nehmen wir die innere für die andere Lane, wenn der andere Scheiß noch kommt. Vielleicht geht das. I don't know. Vielleicht geht das, Chat. Karten gibt es ja sowieso. Komm. Doch, komm. Ja. So, und es ist jetzt eine Lane, ist in sich geschlossen. Okay, alright. Neue Karten, neues Gebäude. Ja, da die erste City und dann kommt nämlich die andere noch. Naja, wir wissen, wie der Hase läuft. Wir wissen, wie der Hase läuft. So, Max Range hier wieder. Käserei. Oh, das ist ein guter Spot. Das ist ein guter Spot. Okay, Käserei innen. Nee. Wenn dann so, dass man noch Möglichkeit hat zu bauen. Man hält sich die Wege offen. Schön. So, neue Karte. Neue Gebäude. Da sind wieder zwei nebeneinander. Vercheckt das nicht. Farm und Bäckerei. Das heißt, wir bringen erst wieder Mehl auf die untere Lane. Und dann hier auf die... Nee, warte mal. Weil die andere Stadt ist dann auch noch und dann muss die irgendwie so drüber wegbauen. Ja, dann muss die drüber wegbauen. It is what it is. Okay, was wir jetzt testen,
Wie viel würde es kosten, 5, 13 bis hier runter zu fahren mit billigeren Gleisen? 79. Brücken sind arschteuer, oder? Ja, okay, Brücken sind arschteuer, okay. Gut, wir haben aber auch billigere Gleise gerade als Karte. Okay, dann vertrauen wir darauf. Dann machen wir es einfach so. Nee, zu stark. Ja, okay. Nee, warte mal. Hör mal auf. Nein. Okay. So nämlich wird ein Schuh draus. Jetzt hier wieder, zack, die Doppelverbindung. Den unteren. Gleise leider teuer, aber es geht nicht anders. Schwerer Güterzug. Und die Kombo ziehen. Stapelbonus, Güterbonus. Das geht ab. Gut, bei fast 1000. Ist, glaube ich, ganz geil. 850 brauchten wir, okay. Jetzt ist hier nämlich die Party, Alter. So. Mühle braucht Weizen, macht Mehl. Genau, weil wir können das nicht anschließen, weil das juckt die halt einfach nicht. Die produzieren nämlich für die anderen. Aber ey, das bis dahinter zu karren, das Mehl ist doch eigentlich stupid. Aber jetzt können wir das testen mit dem, warte mal. Ja. So, und hier machen wir das jetzt. Oh, kriegen wir das so? Ja. Ja. Ja, doch. Das ist ein geiler Bahnhof. Das ist ein richtig geiler Bahnhof. So. Sind die jetzt verbunden? Sind die attached? Ich glaube, die sind attached. Okay. Jetzt von hier erstmal bis dahinter. Hier wahrscheinlich der Pfad. Nee. Dran denken, nicht wieder hier. Kann nur bei Verbindung gemacht. Okay, die Geld. Ja, okay. Haben wir erstmal. Ah, ich bin dumm. Warte mal. Das kommt doch hier gar nicht an. Außer ich mach den hier. Oh nee, warte mal. Blickere Gleise. Uff. Nee, okay. Nee, ich muss am Bahnhof bauen. Ich habe nicht nachgedacht. Der Bahnhof hier. Kann ich ihn wegnehmen? Nee. Der ist wasted, der eine Bahnhof. Der ist einfach wasted. Und dann geht es... Okay. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich das verkackt. Oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja, Chat. Ich hätte es schräg stellen müssen, weil jetzt war diese Kombo mit dem hin und her nicht. Wir können die schweren Güter noch benutzen für die andere Nummer hier. Emotional damage! Ja. Hä? Ja, aber jetzt springt das alles doch darüber? Ah, das ist... Nee, warte mal. Hä? Ist nicht verbunden? Ja, warte mal ab, du. Jetzt kommt hier nämlich noch schwere Güter. So. Jetzt fliegt hier das Geld noch. Naja. Jetzt ist es auch erschlossen. Ah, die Milch ist nicht erschlossen. Aber wieso? Ich bin irritiert. Weil die Milch geht doch jetzt doch hier rein. Die macht... Und der macht Kehl. Weil die Milch trinken wollen. Die wollen nicht nur Käse, die wollen auch Milch. Oh, RIP, Alter. Und dann geht's. Weil es derselbe Bahnhof sein muss.
Zu teuer. Oh, Chat. Oh, Chat. What have I done? Okay, wir können das Level beenden, aber es war echt nicht glorreich. Was war das andere? Oh, eine Strecke, die bei Fertigstellung sofort 4 Ressourcen. Ja, das hab ich auch verkackt. Ey, schwierig, ne? Da geht's los. In der Demo. Schon am Struggeln. Aber wir sind weiter. Am Ende des Tages. Wir sind weiter. Merkt euch das Datum auf die Wunschliste. Alleinsteigen. Ja, weg mit euren Zügen. Prächtige Voxelwelten zum Leben. Stimmt. Nächste Haltestelle. Entspannung. Viele Levels. Einzigartige Biome. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Ja, ja. Aber ich glaube, ich würde da echt einfach nur... Es würde genauso enden. Wir gucken, dass wir das Level fertigstellen. Die Optik ist wirklich so süß, Alephine. Das ist so putzig.